Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Half-Life Alyx. Und wir kommen jetzt in irgendein neues Gebiet, das wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben. Letztes Mal habe ich ja im Ladescreen aufgehört und heute fange ich im Ladescreen an. Wir sind genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mal gucken, was passiert. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass das Spiel doch recht gruselig und heftig werden kann. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich hinterher als mentales Wrack ende, aber wir werden sehen. So, es geht los. Waffe habe ich dabei. Funktioniert. Hier haben wir doch letztes Mal. Hier waren wir schon letztes Mal. Heard anything about Dad, Russell? Okay. No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Well, the good news is he's probably fine. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the Ja, torture super. place. So they're hardly gonna torture him before they get there. So he's fine. Logically speaking. Boah, ey, das ist doch irgendwie so ein Asperger, oder? Ach, keine Ahnung, ich will jetzt nicht schlecht über Asperger reden. Ich kenne ja auch keinen, aber das klingt irgendwie so vollkommen emotionsarm. Scheiße. Ah! Eiskalt! Eiskalt erledigt. Gut, damit kommen wir nicht mehr weit. Gucken wir uns gleich mal einen neuen hier. Ja, damit. Gut. Was soll schon passieren? Gut aufpassen. Ich bin auf Jumpscares gefasst. Ja. Nix da. Na gut. Oh! Oh! Ich. Mist, ich Trottel hab. Ja, ich hab irgendwo so ein Ding hier übersehen. Ist ja krass, Mensch. Ich hab. Mist. Ich hab. Ich dachte echt, ich hätte alles so ungefähr angeguckt. Durchsucht. Vielleicht ist es ja hier. Ne, hier ist es nicht. Mist, ich hab tatsächlich irgendwas übersehen. Ist ja der Hammer. Okay, ich muss noch genauer hingucken. Ich dachte echt, ich hab mir einen Tipp zu Herzen genommen, dass ich. Genau hinschau. Ja, Mist. Okay, na gut. Ich habe so alle Herzen, also alles gut. Da liegt jemand. Der ist tot. Ich traue dem Frieden nicht. Gott, irgendwann wird die Tür aufgehen. Irgendwer wird da rauskommen. Wir gucken erstmal von Weitem da durch das Fenster, zum Gucken, was da ist. Nix da. Sieht leer aus da hinten. Nichts zu sehen. Okay. Wobei, ich weiß sowieso nicht, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht muss er das Fenster kaputt schlagen. Könnte ja sein. Gott, ist das für ein Müllhaufen hier unten. Also für mich sieht es echt aus, als würde es da in den Keller runtergehen. Richtig vermüllten Keller. Krass. Okay, also. Diese Tür scheint zu sein. Hier tut sich nichts. Checkpoint. Aha. Zurück zur Waffe. Das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Wir gehen lieber einen Schritt zurück. Gucken, ob ich da schießen kann durch das Fenster. Oh mein Gott, jetzt ist er weg. Okay, ja, jedenfalls weiß ich jetzt, wie ich da reinkomme. Mist. Ich hätte ihn gern auf Distanz. Er kommt gleich bestimmt wieder. Kracht gegen das Fenster. Bin ich aber drauf gefasst. Der beißt mich nicht ins Bein, hoffentlich. Super. Nix. Nix. Gut, da muss er die Fensterscheibe irgendwie einschlagen. Steckt an der Tür da hinten. Okay, da kann man ja schlecht sehen. Super, ey. Ja, das wird jetzt was hier. Das wird ja jetzt was. Geil. Ach du Scheiße.
Oh Mann, ich muss echt zum Fenster reingucken und ihn hier durchs Fenster erschießen. Oh Gott, ich wollte schon mal meine Fensterscheibe kaputt. Oh Gott, wenn er jetzt zu mir kommt. Na gut. Darf ich nicht. Mega heftig, echt. Okay, da kommen wir rein, denke ich mal. Mein Gott. Okay. Ah, da vorne ist das Ding. Da vorne haben wir dieses Teil. Erste Hilfe. Brauchen wir nicht, aber haben ist immer gut. Gut, hier ist die Diskette. Wir sind also irgendwie... Ich habe immer noch nicht nach der Story geschaut. Da ist ein floppy Disk. Wir haben unsere Informationen auf ihm. Mit Magneten, wenn du kannst. Unfassbar. Sieht aber sehr gut aus. 2 Mikrometer Magnetic Iron Oxide. 3 Mikrometer Barium Ferrite. 1.2... Russell? How do you know all this? I'm reading it here on my computer. I downloaded the internet before the war. You downloaded the entire internet? Runtergeladen. Most of it. Nice. Yeah. Yeah, it is. Oh, da. Oh ja. Sehr geil. Ja, ein Rechner. Fühlt sich ein bisschen leicht an, vielleicht. Nix. Nix. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, mit dem Rücken zur Tür irgendwie zu stehen. Ich traue dem Spiel nicht. Und hier vorne gucken wir auch noch. Nix. Oh, da haben wir doch was. Ja. Sehr gut. Sehr gut, wir gehen weiter. Das war fies hier mit dem, der gegen die knackte Scheibe geballert hat. Aber gut, so hat er dem Spieler den Hinweis gegeben, dass wir durch die Scheibe durchkommen können. Okay. Gut. Dann wagen wir uns mal die Treppe runter. Beziehungsweise, ich würde ein Experiment machen, liebe Leute. Ich versuche mal, die Bewegungsart umzustellen. Von Porten auf Laufen. Wir probieren das mal. Kann sein, dass mir schlecht wird, dann muss ich halt aufhören. Oh. Okay, so ist das jetzt. Auf jeden Fall komisch. Ja gut, ich komme auf jeden Fall... Ich komme auf jeden Fall klar, kann auch rückwärts laufen und es geht halbwegs. Mal gucken, wie lange es geht. Oh, jetzt laufen wir bitte auch leise. Oh! Was zur Hölle war denn das? Was zur Hölle ist denn das? Ach du Scheiße. Darf ich jetzt durchlaufen? Aus wie ein, das ist ein Auge hier. Aha. Wenn sich richtig hinstellt, sieht das aus wie ein Auge hier, diese. Das heißt, ich werde beobachtet oder was? Ach Gott. Okay, na gut, wir gehen mal weiter. Ich hab. Russell, are you seeing this? Possibly. Are you seeing floating garbage? It looks like. Yeah. It's just cardboard. Right. Well, seems harmless. Yeah. Weird, though. Yeah. Will er mir nicht einen Tipp geben, was das bedeutet? Kann ich hier rüberlaufen irgendwie? Es sieht nämlich so aus, als würde ich jetzt hier nicht... Sollte ich das vielleicht besser nicht berühren? Es geht. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Wir schauen in den alten Computerraum hier. Was ist für eine fiese Alien-Technik da? Das funktioniert tatsächlich ganz gut mit dem Laufen. Naja, komm, geht her. Für so ein 40-50-minütiges Let's Play ist das, glaube ich, auch ganz okay noch. So schnell werde ich mich schon nicht übergeben. Gut, jetzt müssen wir da durch. Meine Güte, es ist eine tolle Textur hier auch. Also man sollte, das heißt immer,
VR wäre texturmäßig eher Müll, weil es ja so rechenaufwendig ist und so. Aber das hier, das ist echt der Hammer. Okay, Schuss haben wir auch noch ein bisschen was. Okay, wenn ich dicht daran gehe, fällt alles runter. Was bedeutet das alles? Oh mein Gott. Das kann ich. Ah, doch. Pappe. Jemand hat hier so einen Schädel aufgespießt. Mehrere Schädel. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist das? Aha, jetzt sind wir in der Quarantänezone anscheinend. Scheint nicht unmittelbar gefährlich zu sein. Oh Mann, das fühlt sich so echt an. Okay, da hinten müssen wir wahrscheinlich weiter irgendwas in Gang bringen hier. Vielleicht mit den Kollegen hier. Kann man das drücken? Nee, kann man nicht. Oh, aha, Schande. Okay, das ist ein Rätsel, das wir uns später anschauen. Erstmal gucken wir uns hier besser um. Meine Güte. Gehen da auch rüber, gucken mal. Polymeren. Und da bin ich gekommen. Was für ein trübes Wetter hier. An dieser Stelle wünsche ich mir jetzt sowas von eine Tretmühle, so eine Laufmühle für VR. Da könnte ich mitlaufen, ich stehe jetzt am Boden und ich würde gerne mitlaufen. Stopp, Stoppschild. Oh komm, komm jetzt hier hoch. Eine Zugtür. Okay, also ob wir hier reinkommen mit so einem Drahtschneidedings vielleicht. Aber es sieht schon so aus, als müsste man irgendwie reingehen. Gut, gucken wir mal weiter. Nicht erschrecken lassen. Leuchtende Farbe. Da hängen wieder irgendwelche. Hängen wieder irgendwelche Eier an der Decke. Aha, ich sehe schon, wir können mit dem Truck da oben und der Seilwinde aber das Tor hochziehen. Hängt am Strom. Gucken wir aber erstmal weiter hier. Vielleicht finden wir hier irgendwie das Muster. Der Knöpfe, dass wir irgendwie eingeben müssen oder so. Ja. Das da, das sind doch die das ist doch diese Schalttafel da hinten. Ist halt problematisch, weil die alle was Verschiedenes sagen. Also das hier ist diese Schalttafel mit den Knöpfen drauf. Aber in welcher Reihenfolge? Und oh mein Gott, das ist ganz schön viele. Wie soll sich das ein Mensch merken? Von wo fängt man an? Vielleicht. Wait, that one's Black Mesa. Black Mesa. Somebody spent a lot of time on this. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber Black Mesa klingt wie irgendeine Firma. Vielleicht gehen wir von hier aus. Ich bin der Mensch, von mir ausgehend. Gott. Eins, zwei,
Oh mein Gott, das wird ein Rätsel, oder? Da werde ich dran hängen. Die restliche Zeit wahrscheinlich. Sehr geil. Ist ja der Hammer. Okay, 4 mal 4, 16 Knöpfe sind wohl da. Ich versuche gerade irgendwie ein Muster zu entdecken. Das muss man sich ganz genau anschauen. Hier sind noch rote Punkte ohne Schalttafeln. Das ist wenigstens symmetrisch? Nee, ist auch nicht. Du meine Güte. Okay, wir verinnerlichen das mal so ein bisschen. Und gehen mal zurück zu der Schalttafel, zu gucken, ob wir da noch irgendwas sehen können. Wer hat hier so einen Wagenheber in der Hand? Ob das eine Lösung sein soll, oder? Das sind vielleicht diese Aliens da? Okay, ich wollte zurückgehen. Einfach nur krass. Gut, klar soweit. 16 Knöpfe. Vielleicht muss ich sie nacheinander irgendwie drücken. Von hier aus gesehen. Erst. Oh Gott, das kann ich gar nicht erkennen. Gut, wir brauchen gerade die Waffe nicht. Wir machen erstmal, das kann ich jedenfalls ganz gut erkennen, das linke Feld. Das wäre dann der Knopf. Und der da unten. Oh! Nö! Das war's! Okay, das war jetzt gerade ein bisschen Zufall, dass ich gerade den Links davon genommen habe. Gut, von da aus ist eigentlich nur das, der auch gut zu erkennen. Na gut. Ich will nicht drüber rätseln und hoffe, dass das Ding mich hier jetzt nicht erschlägt. Oh, durch geht's. Gut, Zugang ist nicht gestattet. Wo kein Richter, da kein Henker. Sehr komisch. Nichts, was mich unmittelbar fressen will. Ich bin noch nie irgendwas zu bedeuten, die Zeichnung. Vielleicht weisen sie mich auf irgendwas hin, was passiert. Erkennen kann ich noch nichts, aber ich werde das im Auge behalten hier. I'm fine, Russell. What's up? I'm losing your signal. Alex? If you can still hear me, keep hitting in the same direction and trying to get above ground. Russell? Versuch nach oben zu kommen. Wieder kein so wahnsinnig gutes Gefühl hier. So stehe ich besser. Ist das so ein Kopf, oder? Das haben die auf dem Kopf, dieses.
Ding? Ist ein Ding, was die. Was ist ein Parasit, den die auf dem Kopf haben? Ah ja, okay. Vielleicht. Das ist klar. Das Zeichen hier steht für so ein Teil. Wenn wir jetzt an der Wand irgendwo so ein Zeichen sehen, müssen wir vielleicht aufpassen, dass da sowas vielleicht an der Decke hängt oder so. Das ist ja mal der Wahnsinn. Okay. Sollen wir nach oben kommen? Wenn ich jetzt laufen würde, würde ich glauben, ich bin wirklich hier. Ich würde glauben, das würde alles passieren. Soll ich ein bisschen leiser laufen? Tante. Okay. Ist denn? Drück und halte dazu diese Taste während der Bewegung, um zu klettern. Okay. Dann muss er wohl rüberklettern. Drücke und halte. Während der Bewegung zu. Ha, du meine Güte. Was ist das hier für eine komische Technik auch? Ich werde mir alles auf den Kopf. Ja. Oh Leute, also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Spiel an, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das mal anzugucken in VR. Das ist besser als jeder Zoobesuch oder sowas, mit diesen Quallen, die da rumfliegen. Oh mein Gott, das ist krass gemacht. Es ist so krass gemacht. So, eine Zugtür. Mit dem Auge. Und einem Griff, den wir jetzt ziehen können. Und ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Das sieht so krass aus. Wenn ich das mache, muss ich, gehe ich mal lieber einen Schritt zurück. Oh. Wie? Oh. Alex Vance. Was zur Hölle? You received my messages. I did. Come. Oh. Enter. Okay. Thanks. You are welcome. Was passiert hier jetzt? So, what's a Vortigaunt doing here? Cooking. Right, but I mean in general. A heavy brain injury. I'm sorry to. My brain is injured. That's terrible. Ow. And I hope. Oh. Look, I'm actually pretty busy looking for my father. Eli Vance. Yes. Schon, ist es the Combine have him, and I really do need to get moving. Ach, das ist kein Combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate this way. I can't stick around. It is important. I know, okay. I'm sure it is. The Alex Vance must go this way anyway. Ich muss sowieso dahin. Okay. Oh. Das war nicht krass genug. Oh. Weg. Das ist ja ein richtiger Zauberer hier. Und Hey,
like the Eli family. Okay. The Alex family will free them. I would help. I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he will be. Is or will be? It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. Look, thank you for everything, but... I really have to go. And I'm sorry, but I really don't have time for riddles. What am I so tired? No riddles. The Combine drilled here. I am severed from the Vortessence. I am alone in my head. Okay. I'm sorry. Look, if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. Okay. You have saved my kid. I haven't. Then you will. Ja, weiß ich. Courage, Alex Vance. Ich bin sprachlos. Was machst du jetzt? Bleib so stehen, meditiert vielleicht. Through there, Alex Vance. Okay. Schieß mich bitte nicht ab. Gucken wir kurz noch. Das ist ein richtiges futuristisches Erlebnis hier. Ich stehe und diese Dinger fliegen um mich rum. Das ist der Hammer. Okay, dann gehen wir, wenn er das sagt. Kristalle. Und wir sind hier auf der Erde, wirklich? Go! Ja, okay. Einfach nur krass. Tschüss, mach's gut. Gut, und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Doch. Ein Stern für mich. I will help the Alex Vance. Er hilft mir, oder? To the northern star. Why? For guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here. Sustenance. I'll eat it later. Thanks for the help. You will be welcome. Hat er jetzt echt so ein Ding da hinterher geworfen, weil ich dachte, ich kann das essen? Meine Güte, wie krass ist das? Boah, hier lebt wieder alles. Okay, das war ja mal eine Begegnung hier, also Wahnsinn. Oh mein Gott, das fühlt mich jetzt ein bisschen wie Alice im Wunderland hier. Jetzt muss ich ein bisschen bücken, um da reinzukommen. Oh Gott. Das ist ja der Hammer, das Spiel. Okay. Uff. Hammer. Kommen wir da jetzt runter? Okay. Einfach runterspringen. Wo zur Hölle sind wir hier gelandet? Ah, im Ladescreen, alles klar. Gut, es geht weiter. Boah. Alex! Alex, the signal's back! Can you hear me? Are you okay? Russell, I'm good. How's Dad? They've got him on the train. He's on the move. You gotta find Fairview Junction before they get there. I'm working on it. Okay. Da können irgendwelche Viecher kommen hier. Guck mal da drüben. Viel zu sehen ist da nicht. Okay.
Ich hab dich halt bestimmt noch ordentlich erschrecken. Da ist eine Leiche drin. Sieht etwas kontaminiert aus hier. Das muss ja ganz schön stinken hier. Und was erwartet mich da vorne? Warning. Was? Infestation. Infestation Control. Keine Ahnung, was das heißt. Nicht gut aus. Oh Gott, es ist unheimlich hier. Okay. Oh. Ah. Bombe drin. Ah, hier ist ein Herz. Ja, ist aber nett, dass du mir dein Herz zeigst. Hier. Mist, voll schön. Oh, ein Schuss. Ein Schuss nur. Das ist ja gut. Oh. Oh. Mehrere. Huch. Ja, gut. Wenn hier alles zu ist, ist ja gut. So, anything happened when you cut out? You're not gonna believe this. But I ran into a Vortigon. A Vortigon? What was he doing? Hiding. I think he escaped from the Combine. What did he say? You ever meet a Vortigon? He said crazy Vortigon stuff. Also Elben sozusagen. Ich glaube, die kann ich nicht erwischen. Wo ist der Punkt? Wieder wahnsinnig gut gemacht. Ich fürchte, ich muss da durch. Okay. Infestation Control. Was soll ich aufsetzen? Ist es angezogen? Oder aufgesetzt? Okay. Oh Gott. Oh. Oh, Mist, ich kann nur eins davon dabei haben. Oh, dann nehmen wir lieber. Ich glaube, das Ding hier macht nur ein Herz, aber das, für das hier brauchen wir halt so eine Station. Und ich glaube, zur Sicherheit nehmen wir lieber das hier mit. Ah. Oh Gott, die Jaffen, die muss da rein. Okay, gegangen wäre es schon. Wird sich das lohnen? Sehen wir da irgendwas, was vielleicht sinnvoll wäre? Ja, die kriegen wir weg, aber die beiden anderen bewegen sich einfach zu schnell. Aber ich kann es versuchen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mich damit mal auseinandersetze, solange das halbwegs zu kontrollieren ist. So. Weg. Okay, wir machen das so. Ich halte es hier fest, schieße da drauf und jetzt habe ich die Kontrolle drüber. Kommst du mir? Oh! 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 Genau das meine ich. Bleib zu! Oh Scheiße, jetzt muss ich sie töten, weil sonst rennen sie mir das Ding hier ein, oder? Bewegen sich einfach zu schnell. Gott. Oh Gott. Mist. Das ist echt heftig. Ja, komm. Ja, komm. Ich
Ja, komm. Put, 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 put. Mist, hätte ich was gehabt, glaube ich. Shit. Jetzt traue ich mich nicht. Nein, hinzugreifen. Okay. So, jetzt komm her, ihr Trottel. Oh. Ich hab halt. Ich finde halt den Punkt hier nicht schnell genug. Um dann da drauf zu schießen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Einfach zu schnell. Ich vergeude jetzt hier auch meine Munition. Gut, Oh Mist, ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Aber ich muss das üben, glaube ich. Ich glaube, ich muss das irgendwie üben. Oh, fuck. Ich habe schon ganze Munition, ganze Medizin hier verbraucht. Scheiße. Nee, ich treffe das nicht schnell genug. Ich finde den Punkt nicht schnell genug und da weiß ich nicht. Du widerwärtiges Mistviech. Will er nicht irgendwas machen? Will er irgendwas in den Kopf werfen? Sie bewusstlos machen und sie dann erschießen oder so? Und wenn ich jetzt hier loslasse. Scheiße, jetzt kann ich halt nicht mehr gucken, wie es da hinten weitergeht. Tut das vielleicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier durchkommen können, aber das war gerade schon ein bisschen eklig. Mich hab ich wieder toll gemacht hier. Okay, na gut. Nein. Das muss ja wohl zu machen sein, oder? Während sie schon so gucken, während sie mich so angucken, kann ich es vielleicht auf sie zielen. Ah! Sehr geil. Da hängst du fest, du Mistviech, hä? Okay, komm her. Jetzt weiß ich, wie es geht. Fast. Ich hab nur leicht daneben geschossen. Jetzt zeigt er da hinten fest, der Mistkerl. Kleines Scheißviech. Lass mal reingehen. Na toll. Ja, wenn er da hinten festhängt, dann kann ich auch rausgehen. Hoffen wir, das bleibt jetzt so. Vielleicht legen wir da irgendwas davor. Keine Ahnung, ob das was hilft. Er soll halt jedenfalls nicht herauskommen, während ich hier beschäftigt bin. Ah! Hier müsste ich was einsetzen und das ist bestimmt da drin. Also dann hat es doch da hingemusst, alles klar. Gut! Du blödes Viech! Dich kriege ich auch noch. Da sitzt halt echt eklig in der Ecke da. Er kommt halt echt nicht vorbei. Ich wette, er kommt vorbei, wenn ich erstmal drin bin. Und dann ist das Geschrei groß hier. Ich werfe da noch was hin, dass der nicht vorbeikommt. Friss das! Warum nicht? Warum liegen über diese Teile hier rum? Den ist auf dem Kopf, was passiert dann? Hui. Gar nichts, okay. Okay. Du bist eingesperrt. Das weißt du, oder? Oh Gott. Da ist es. Raus hier.
Blödes Viech. Ich nehme wieder zu zur Sicherheit. Oh! Shit. Gut festhalten. So. Okay, wir sind durch. Du bleibst da hinten. Oh, that Vortigaunt I met? He did give me a head crab to eat. Oh, great! What did it taste like? Tell me how you... Russell! Didn't eat it. Right. Of course you didn't. No, that's the right decision. Der schien auch nicht so großer Fan von Kopfkroppen zu sein. Oh. Da hängt jemand. Da gehen wir auch jetzt nicht runter. Ich glaube, man ist ja Menschen gegenüber nicht so wahnsinnig wohlgesonnen. Oh, that zombie has a shotgun. Eine Shotgun. Echt? Ah, die Macht. Was ist es? Ach, Schrotflintenmunition. Okay, sehr gut. Okay, boah, der ist eine... Ach, da hinten. Noch mehr Munition. Ne, aber wirklich, wo hat er genau jetzt eine Schrotflinte? Ach, das ist eine Schrotflinte, das sieht aus wie eine Maschinenpistole. So, mal gucken, ob wir das runterschießen können. Okay, das wird nicht gehen. Das ist ganz schön makaber hier, also echt. Okay, wir müssen den irgendwie runterlassen, weil die Schrotflinte wäre schon nicht schlecht. Okay, na gut. Also ich denke, wir müssen hier nicht wieder hoch. Gehen wir mal runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier? Pfähle. Alles klar. Gut, mal gucken, ob wir den irgendwie runterlassen können. Achso, ist festgemacht. Wahrscheinlich fliegt er gleich runter, als ich es rausgezogen habe. Oh. Whoa. Whoa. Do you hear that? Yeah. Let's get this shotgun and get out of here. Was war das? Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, gib es. Fuck. Oh mein Gott. Ist der runter? Oh du Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich bin ein Trottel. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da rein. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Oh mein Gott. 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 Und jetzt? Oh mein Gott. Greife nach der Waffe mit deiner dominanten Hand. Oh mein Gott. Wie? Dominante Hand. Was ist wieder los? Wahrscheinlich brechen sie gleich durch, sobald ich das ausgerüstet habe. Got it. Hurry up and load that thing. It's getting louder. Oh Gott. Oh mein Gott. Öffne die Flinte und lade die Patronen. Eine! Scheiße. Ziehe den Ladehebel, um eine Patrone zu laden.
Und wir passen da rein, zwei. Zwei, drei. Zwei sind da drin. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's mir schon mal vorgestellt. Oh. Okay. Puh. Das war heftig. Wo ist das Ding jetzt? Da. Hat aber keine Patronen mehr. Wie war das jetzt? Öffnen? Oh. Achso. So. Laden wir die gleich mal nach. 103 Patronen. Ah. Das ist die Patrone. Okay, das macht Schaden wie eine Schrotflinte, aber sieht aus wie eine Maschinenpistole. Gut, das Ding ist geladen jetzt. Also, wir müssen also darauf aufpassen, Munition mitzunehmen. Und jetzt werde ich mich verlaufen, weil keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, okay, das machen wir mal anders, liebe Leute. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon bei 50 Minuten, das ist wieder ein bisschen lang. Und dann machen wir für heute Schluss. Ich speichere das Spiel. Wir machen nächstes Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt mein Display. Ich finde es jedenfalls wahnsinnig interessant. Gut, dann bis übermorgen. Macht's gut. Eure Lucida. Tschüss.